In diesem Video geht's um die Vorbereitung zum Weitwandern. Wie viele Tage, Höhenmeter, Distanzen und Pausen man einplanen kann, was man auf jeden Fall verhindern sollte und wie die ersten Erfahrungen nicht zur Katastrophe werden. Los geht's! Heute schauen wir uns vier wichtige Themen an. Tage, Distanz und Höhenmeter, Schwierigkeit und das Wetter. Das sind die vier Punkte, die in der Planung nicht unerheblich sind, wenn ihr vor dem Bildschirm sitzt und sagt: Ich glaube, ich google jetzt einfach mal nach dem beliebtesten Wanderweg, Weitwanderweg in den Alpen. Doch davor möchte ich euch noch darum bitten, eure Interessen im Sinne des Weitwanderns in die Kommentare zu schreiben. Das Themenfeld ist so groß, dass ich nur schwer abschätzen kann, welche Themen bei euch beim Weitwandern eigentlich spannend sind und welche nicht so. Deshalb tippt jetzt oder am Ende des Videos die Dinge in die Kommentare, die euch zum Thema Weitwandern interessieren, damit ihr nicht wochenlang Sachen hört, die ja kein Schwein interessieren. Und jetzt ab zum ersten Thema. Wir fangen mit der Anzahl der Tage an, die man in seine Weitwanderung reinstecken will. Man darf nämlich nicht vergessen, dass jeder Tag irgendwo auch an den Nerven, der Kraft und der Ausdauer zehrt, selbst wenn man das beim Weitwandern nicht so sehr merkt. Stellt euch vor, ihr habt einen Akku und an einem Wandertag wird dieser entladen. Nun steckt ihr ihn nachts an den Strom an, aber dieser wird natürlich nicht ganz voll, bis ihr ihn das nächste Mal braucht. Trotzdem läuft das Teil ja am nächsten Tag noch, weil noch Akku da ist. Also kein Problem soweit. Das Problem kommt dann, wenn der Akku ganz leer ist, aber ihr gerade mitten im Gebirge auf irgendeiner Hütte herumgurkt. Deshalb ist es so wichtig, dass ihr jeden Tag als einen schlechteren Tag als den zuvor betrachtet. Nicht im Sinne von schlechterer Aussicht, schlechtere Laune oder sonst irgendwas, sondern im Sinne eures Akkus. Für manche ist das jetzt ganz logisch, aber andere finden das mit so einer Metapher auch einfacher zu merken. Achtet also auf euren Akku. So, wie kommen wir jetzt zu einer nützlichen Zahl an Tagen? Eigentlich ganz einfach. Wenn ihr eine Tagestour macht, die an eurer physischen Grenze liegt, dann könnt ihr euch tags darauf überlegen, wie oft ihr das jetzt noch wiederholen könntet, bis ihr keinen Bock mehr habt. Denn darum geht es ja im Endeffekt. Ob ihr noch Bock habt. Es soll ja schließlich Spaß machen und kein Kampf der Titanen werden. Nun werden einige von euch sagen, das ist ja kompletter Blödsinn. Man macht beim Weitwandern ja nicht jeden Tag so viel, wie man maximal schafft. Vollkommen richtig. Deshalb kommen wir jetzt zur Ist der Akku am Ende des Tages nicht ganz leer, dann ist er auch schneller wieder aufgeladen. Ganz logisch. Deshalb sollte man Distanz und Höhenmeter beachten. Jede einzelne Teilstrecke einer Weitwanderung muss entweder bei den Höhenmetern oder der Distanz signifikant unter dem Maximum liegen. Heißt, euer Maximum bei einer Tagestour sind 1500 Höhenmeter und 20 Kilometer. Dann sollte die Teilstrecke maximal 1500 Höhenmeter oder 20 Kilometer betragen. Also 20 Kilometer und 1000 Höhenmeter oder 12 Kilometer und 1500 Höhenmeter zum Beispiel. Natürlich könnt ihr euch das nicht aussuchen, wo die Hütten stehen, aber ihr könnt den Weitwanderweg danach aussuchen und so Kämpfe mit euch selbst vermeiden. Ziel einer Weitwanderung ist nämlich, dass ihr immer entspannt beim nächsten Schlafplatz ankommt. Denn wichtigste Regel fürs Weitwandern, es muss Spaß machen und darf nicht zu anstrengend sein. Heißt auch, dass die Höhenmeter und die Distanz euch in der Planung nicht irgendwie grenzwertig oder heavy vorkommen darf. Grundsätzlich müsst ihr nicht von Tag zu Tag kleinere Etappen einplanen. Wenn ihr immer unter dieser Anstrengungsgrenze oder Obergrenze bleibt, dann könnt ihr diese Etappen auch viele Tage so durchziehen. Weil, wie gesagt, Akkus und so. Ein ganz großer Fehler beim Weitwandern ist das Wählen von schwierigen Tracks, wenn man selbst noch nicht sehr bergerfahren ist. Es gibt Weitwanderungen mit vielen langen schwarzen Bergwegen. Und wenn man sowas machen möchte, dann sollte man in der Vergangenheit schon jonglierend auf einem Einrad bei Sturm schwarze Bergwege gemeistert haben. Okay, das war jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben. Doch der Punkt ist psychische Belastung. Wenn ihr im Gelände unterwegs seid, das euch schwer fällt und ihr unsicher seid und so weiter, dann ist das doppelt so anstrengend, wie wenn das ein Wald- und Wiesenweg ist. Denn der Kopf ist die ganze Zeit unter Volllast und der Körper spannt an und krampft natürlich auch deutlich mehr. Wegen Angst. Das kennt ihr vielleicht aus unterschiedlichen Situationen, wenn ihr euch schon mal sehr überwinden musstet, wo hochzugehen oder zu klettern oder weiterzugehen oder sonst was. Da ist man danach einfach erschöpft, obwohl man vielleicht gar nicht so viel zurückgelegt hat.
Und so ist es bei Weitwanderwegen noch viel wichtiger. Nehmt Wege, die ihr euch zutraut. Kein extrem Weitwandern, keine schwarzen Bergwege und so weiter. Wenn ihr nicht wisst, dass für euch sowas überhaupt kein Problem ist. Auch hier wieder, das hat nichts mit Genuss zu tun, wenn man sich täglich von Hütte zu Hütte zittern muss. Legt also den Fokus auf Touren, die unter eurem maximalen Schwierigkeitslevel liegen, sodass ihr nie irgendwas mit Bauchschmerzen in der Etappe habt. Eine ganz wichtige Sache bei der Planung und Vorbereitung ist das Wetter. Da rede ich zum einen von, regnet es heute? Und auch von, wie viel hat es eigentlich im letzten Monat geregnet? Die meisten Leute interessieren sich nur für die erste Frage. Dabei ist die zweite gerade zu Beginn und Ende der Saison sehr wichtig. Hat es im April richtig viel Niederschlag gegeben? Liebe Grüße an 2023 an dieser Stelle. Dann habt ihr Ende Mai im Gebirge noch richtig viel Schnee liegen. Gab es Ende August schon einen Kälteeinbruch und viel Niederschlag, kann es sein, dass euer Weitwanderweg Anfang September eine Schlammschlacht wird, Bäche nicht gequert werden können und so weiter. Plant also nicht blind nur 5 Tage im Voraus, sondern beschäftigt euch länger mit dem Thema. Zum anderen ist das aktuelle Wetter natürlich auch wichtig. Wenn ihr eine Weitwanderung plant, dann müsst ihr das heute leider schon Monate im Voraus planen, denn Hüttenplätze sind begehrt, seitdem Biwaks bestraft werden. Ob es am 13. August 2023 regnen wird, das kann ich höchstens irgendeinen Esoteriker fragen, aber sicher nicht die Wissenschaft. Aber wenn ihr dann im Regen unterwegs seid, dann dürft ihr nicht vergessen, dass das nicht immer so schlimm ist. Im Regen unterwegs zu sein, ist natürlich ein wenig gefährlicher, weil man ausrutschen kann. Aber wenn man aufpasst und das ein oder andere beachtet, ist das Wandern im Regen eigentlich unproblematisch, solange es, naja, nicht donnert und blitzt. Aber ihr müsst natürlich die komplette Ausrüstung mitführen, die im Regen notwendig ist. Also angepasstes Schuhwerk, Regenjacke, so blöd es klingt, eine Kappe, damit ihr nicht die ganze Zeit den Regen im Gesicht habt, eine Regenhülle für den Rucksack. Und jetzt noch ein Tipp. Diesen Tipp habe ich aus dem Regenwald, der ist aber für die Alpen genauso sinnvoll und kann wichtig sein. Wenn ihr vorher wisst, dass ihr eine Tour macht, bei der es schüttet wie aus dem Duschkopf und das über Stunden, dann pfeift auf die Regenjacke, denn die macht das sowieso nicht mit. Bei richtigem Starkregen habt ihr entweder die Option abzusagen, damit ihr euch nicht in Gefahr begebt, oder wenn ihr das wirklich durchziehen wollt, fahrt in den Baumarkt und holt euch Autoabdeckplanen. Ihr könnt alternativ aber auch so Gartenplanen nehmen. Die Dinger sind dafür gebaut, Wassermassen abzuhalten und auch aufzufangen. Sie sind so dick und robust, dass sie keine Nässe durchlassen. Schneidet euch da was zusammen, damit ihr eine Öffnung und eine Kapuze habt und voilà, fertig ist der Extremponcho. Natürlich, atmungsaktiv ist hier gar nichts, aber da das unten komplett offen ist, weil du das Teil ja über den Rucksack wirfst, ist die Belüftung gar nicht mal so schlecht. Und wenn das im Hochsommer ist, dann schwitzt ihr ja so oder so, weshalb es dann auch schon wurscht ist. In diesem Sinne sind diese 4 Punkte, die ihr schon vor Antritt eurer Reise und noch während den Vorbereitungen euch überlegen solltet. Natürlich solltet ihr euch auch überlegen, auf alpaka-am-berg.at zu schauen und euch noch mit Alpaka-Sachen einzukleiden. Bis zum nächsten Mal wünsche ich euch wie immer eine wunderschöne Zeit und bergheil. Und vergesst nicht, eure Themenvorschläge in die Kommentare zu schreiben.